Wo laufe ich denn jetzt hier hin? Ich muss hier sogar hin. Hier ist auch wieder so ein... Oh Gott. Warning. Gas levels critical. Ja, ich weiß. Ich laufe auch schon durch. Direkt. Warning. Gas levels critical. Ja, ich kann jetzt nicht mehr laufen. Ich muss... Das ist mal geil. Ich habe gerade gesehen, dass ich noch so einen Stöpsel habe. Den man hier so aufstellen kann, um eine Abwehr zu haben. Zumindest sieht der so aus, der Turret heißt das Zeug, glaube ich. Ja, da kommen diese kleinen Aliens raus. Und hier ist einer. Okay, was muss ich jetzt eigentlich machen? Steckdose? Naja, ich muss anscheinend hier oben hin und... ja, alles in Ordnung bringen. Wo nach oben? Da nach oben. Ganz nach oben. Okay, hier komme ich nicht durch. Und so langsam gelange ich zu der Überzeugung, dass es Bling macht, wenn die Aliens kommen. Okay, ich muss mich jetzt irgendwie durchschlagen.
Und da komme ich nicht durch. Hier komme ich auch nicht durch. Keycard required. War ich hier schon gar nicht mal so verkehrt, dass ich da links muss und hier oben links darf. Und okay, Karte für Forschungsbereich. Okay, doch eine Sackgasse, aber wenigstens habe ich die Karte gefunden, mit der ich die andere Sackgasse in Sackgasse. Security level authorized. Aufs Geld, ja. Nicht schlecht. Okay, und hier muss ich jetzt... damit ich dieses Kreuz hier umschiffe, dann geht's einfach weiter. Okay, da hat nur einer sein Mittagessen gerade geholt. Okay, hier komme ich nicht durch. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Ist das wieder zu sehr gut? Eigentlich würde ich ja sagen, hier ist falsch, weil es total die falsche Richtung ist von dem, wo das Symbol da oben lenkt. Aber wenn ich schon mal hier bin. Bei meinem Glück finde ich jetzt was ich da drüben eh hätte brauchen müssen. Oder sammle ein Zeug, das es mir einfacher macht. Oh. Und es wird auch gespeichert. Ich glaube, ich laufe hier völlig falsch. Aber egal. Oh, andere Richtung, hier oben. So. Das haben wir die Pforte des Glases.
Scanner, okay. Ich dachte, da gab's Stop. Access denied. Dann nicht. Folge dem Wegpunkt zum Umkleideraum. Schade, ich hatte gehofft, das zerstromt dich. Okay, ja, Sturmgewehr, menschlicher Leichnam, alles Mögliche hier. Okay, ich muss jetzt aber zum Umkleideraum. Der sich jetzt wo befindet? Oh Gott. Naja, ist ja nicht so weit weg. Ja, ich sprinte gerade wieder, deswegen atmet er so schwer. Ich war doch zu früh, ja, okay. Oh, ein Schutzanzug. Ja, hübsch. Dann laufe ich halt nur im Schutzanzug jetzt durch. Denken die Aliens bestimmt auch, ich bin ihr Freund und grillen wir zusammen. Oh, wir haben hier noch ein Terminal. Ja, den nutze ich doch mal. Welcome to Intech Systems. Minipacks primär danach. Munition. Und gar nicht eigentlich mehr die Waffenverbesserung. So, darf ich jetzt hier durch? Das wäre nämlich Knorke, wenn ich da durch hätte. Access granted. Juhu. Durchquere das Vakuum, um zum Schiffskoloss zu gelangen. Ja. Wie wir alle wissen, im Vakuum ist das Feuer besonders hübsch. Nice, dass hier alles auseinanderfliegt. Ich glaube, ich muss gar nicht schießen hier. Okay. Löcher im Boden. Zum Glück sieht das alles nicht so gefährlich aus hier. Kein Schimmer, wo ich lang muss. Aber wenigstens ist die Akustik super. Da ist nochmal so ein Sauerstoffknoten. Ohne Sauerstoff im All, aber mit Gravitation. Auch nicht schlecht. Und hier ist ein lustiges irgendwas. Ja.
Zugriff verweigert, Notverriegelung aktiv. Ist das ein Notfall? Ist ja nicht so, als würde hier jetzt irgendwas intakt sein. Oh, gute Idee. So eine Runde Sauerstoff ist keine schlechte Idee. Ja, ja. Ich gehe lieber hier längs, hier sieht es sicher aus. Okay, kein Meter, aber... Jetzt weiß ich auch, warum ich einen Schutzanzug tragen musste. Ausgezeichnet, Konrad, du hast das Vakuum durchquert, allerdings ist der Mensch für den Weltraum nicht geschaffen. Ja. Jetzt wären wir ja da und nicht hier. Das war schon dieses Level. Übergang zur anderen Station. Oder zum anderen Raumschiff, was weiß ich. Ja. 3 Nacht auch im Dunkeln. 352 erledigt, 50 Minuten. Spiel speichern. Und wieder Story wahrscheinlich gleich nach der Währung. Nach dem Währungsschein. Ja, bis gleich. Respond. Conrad, we are entering the planet's atmosphere now. At our current rate of decay, I calculate we have roughly 6 hours before we impact the surface. Did you find the engine room yet? Mia, I don't carry schematics of ghost ships around in my pocket. I have no damn clue what I'm looking for, or what to do when I get there. I understand, Conrad. Attaching your modems to the terminals and reconnecting any broken cables will be sufficient to patch me through to the ghost ship. Once the modems are online, I should be able to give you further instructions. Should doesn't exactly put my mind at ease. Look, we do not have much time. Hook me up as soon as possible. We still didn't get to talk about. Disconnect. Ja, der Kollege hat anscheinend keine Lust zu sprechen mit ihr. Und dann geht's weiter. 6:30 Uhr, Schnittstelle. Ja. Hörst du mich noch, Konrad? Gut, ich war mir nicht sicher, ob wir eine Verbindung herstellen können. Ich werde dich über die wichtigsten Dinge auf dem Laufenden halten. Und vergiss nicht, dieses Schiff ist riesig. Bitte, du darfst dich nicht verlaufen, Konrad. Werde ich nicht, ich habe ja meine wunderbare Karte da oben. Die führt mich immer zum nächsten Ziel. So wie auch jetzt. Die Karte sagt mir nicht sehr viel, doch sagt mir viel. Ich muss da links. Okay, hier ist viel Raum für. Ich muss nochmal hier rum, aber ich gehe jetzt mal hier gerade. Okay, das hier ist das Alienschiff anscheinend. Und keiner weiß, wie es denn jetzt geht. Okay, aber so ähnlich wie mein Schiff. Decompression detected. Ich stelle das Druckventil aus. Okay, das ist anscheinend ein ganz normales Raumschiff, wie meins auch, nur halt von den Aliens übernommen. Sag ich mal so. Da ist wieder einer. Ein paar. Okay, alte menschliche, also länger schon gleichnamige Menschen. Die sehen nämlich schon alle so ein bisschen abgestanden aus.